Hallo Leute, es geht weiter mit The Walking Dead der zweiten Staffel und wir sind hier mit Clementine und den anderen am Fluss, wo super viele Leichen liegen und ja, wir sollen uns hier umschauen und das machen wir mal eben. This one's shot too. Through the head? Yeah. Check the rest and look for ammo. We're running low. Okay. Mensch, sie gehört ja hier schon fast mit zum Team sozusagen. There are more out there. This wasn't no rinky-dink pissing match. What was it then? Fubauer. Where are you going? We need to get the fuck out of here. Gotta check the rest. What? Why? Calm down and think about it, son. Calm down? Nick, we gotta get out of here now. Sollen wir nicht Hilfe holen? Jesus Christ, get a hold of yourself. Shouldn't we go get the others? Wish we could. But one of these folks might still be alive, and they just might be inclined to tell us who did this. We gotta do this now. Stay here. Keep searching these. This is a dumb idea. You know, Nick, I don't like this either. But sooner or later, you're gonna have to realize a simple truth. What, that you're an asshole? That nobody in this world is ever gonna give a goddamn whether you like something or not. You gotta grow up, son. Whatever. Come on, Clem. You want to be useful? Keep a lookout on that tree line. Whoever did this might still be out there, waiting for another sucker to stumble across this mess, just like baiting a fish. I'd be more useful with a gun. I don't doubt it. At some point, you guys have to trust me. Hell, I trust you. But not everyone's at that point yet. Give them time. Look, just keep your head on straight. Same deal. He's shot to pieces. Hope this isn't anyone you know. No. Good. Ich hoffe auch nicht, dass wir jemanden noch sehen, den wir kennen. Damn it. More on that side. You check out these ones. See if there's anything on them that'll tell us who they were. Zumindest nicht jemanden, der tot ist. Oder eher untot. Oder beides. Ihr Rucksack. Clementine, dein Rucksack. Und ich wette, der lebt jetzt. Und sie hat keine Waffe. So muss es kommen. Oh. Shit. Das ist mein Rucksack. Kenne ich dich? Do I know you? You were in the woods with Krista. Ich wollte gerade sagen. The woman I was with. What happened to her? Please, tell me. Tell me. Ja, komm schon. Please. Hä? Wasser geben. Damit er reden kann, kriegt er erstmal ein bisschen Wasser. Aber wenn er sagt, er hat sie getötet oder so, dann kriegt er was aus dem Maul. Jetzt sag schon. Oh, das gibt's doch nicht. Pete! I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Nein. Lurkers! Ja. About ammo! Come this way, bitch! Damn it! You get your asses over here, both of you! I'll cover you. Aber sie will's doch wissen, wahrscheinlich. We gotta get out of here! Get over here, goddammit! Can't you listen to me once? Just one time? I've got ammo. Listen to me, dammit! I see a way out. I'll cover you. Was mache ich denn jetzt? I've got a clear path over here, goddammit! Oh. Entschuldigung, aber ich konnte die ganze Zeit nur den Pfeil benutzen und habe nicht kapiert, wie ich laufe. Egal. Komm, es ist ein Spiel. Egal. Aber zu wem gehe ich denn nun? Pete! I'm fine.
I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Lurkers! I'm out of ammo. Come this way. Bitch. Damn it. You get your asses over here, both of you. I'll cover you. We gotta get out of here. Get over here, god damn it. Come on. Come on. Jesus. Nein. Hilf ihm. Irgendwie. Komm schon. Aber beide leben noch. Beide leben noch. Das nächste Mal bei The Walking Dead. What are you gonna do? Someone's outside. Someone came here looking for you. A man. What? Did he say what his name was? We know damn well who it was. Who is he? One of the guys we were with before. What's he gonna do? I can't keep going. I figure we got about 4-5 more days to reach those mountains. We ain't here to rob nobody. Just relax and put the gun down, man. I thought you were dead. Okay, wir haben es geschafft. Meine Entscheidungen. Und wir haben mal wieder hier die Statistik. Ja, Survival. Did you try to save Krista? 83% ungefähr. Ja, ich bin ja da von der Statistik her gar nicht da. Did you save Nick or Pete? Aha, 52%. Also die anderen haben sich eher so... Also es ist ja eher so eine 50-50-Geschichte anscheinend. Die einen haben gesagt, okay, der ist nett, der hilft uns, also helfen wir dem jetzt auch. Und die anderen haben sich gedacht, der eine, der... Ich verwechsel die beiden jetzt. Also der jetzt schon die Fußverletzung hat, dieser Ältere, ja, der ist jetzt eh schon verletzt, also helfe ich automatisch dem anderen, weil der andere ist ja eh schon so gut wie tot. Ist ja interessant. Did you kill the dog? Did you accept Nick's apology? Aber ich finde die Statistik jetzt nicht total, ja. Also ich fand, das war jetzt von den Entscheidungen her bis jetzt noch okay im Rahmen und nicht so mega schwer für mich zu sagen, okay, was mache ich jetzt? Das am Ende war jetzt ein bisschen fies wieder. Ich will mich helfen, aber ich finde es gut, was ich entschieden habe. Einfach, weil jetzt beide im Moment noch leben. Und der Pete, wenn es der ist, der mit dem Gewehr, ja, er hatte halt ein Gewehr. Von daher dachte ich, okay, helfe ich mal dem, der keins hat. Und außerdem ist er mir sympathisch. Wobei, ich glaube, das kann sich auch echt wieder noch entwickeln in andere Richtungen. Und da ist ja noch so viel Platz für mehr. Ich bin gespannt auf das nächste. Also machen wir das einfach mal direkt. Previously on The Walking Dead. I'm freezing. Wait till we get up to Wellington. Then talk to me about cold. I'm gonna go look for more wood. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit! Krista, run! I'm out. Grab her. Let's go. Would someone mind telling me what the fuck is going on here? She was bit by a dog. For all we know, she could be working with Carver. So, since you're pretty much on your own, what's your plan?
I'm thinking about moving on. Well, you're welcome to stay here if you want. Jesus, Mary, and Joseph. Think about it. You're Carver, what do? Who's Carver? You were in the woods with Krista. Please. Ah! I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Come this way! Damn it, you get your asses over here, both of you! Well, they shouldn't be able to get through that. On the downside, we can't get through them. Oh, da sind wir schon. What are you looking at? In der nächsten Episode. Wie fühlst du dich? Was willst du nun tun? How are you feeling? Well, other than this bite, I'm just peachy. Hand me that there. Sie gegeben. Er ist ein Versuch wert. Bist du dir sicher? Are you sure? I got nothing to lose. Other than my Piggly Wigglies, of course. Oh, oh, oh. Das ist nicht dein Ernst. Das schafft er doch niemals. Alleine. Never. Ugh, bleed out like a stuck pig. What are you gonna do? Carry me out of here on your back? Uh-huh. Hell. Just give me a minute. Try to get some rest. There's a lot of stuff in here. I'll try to find something to help. Ah. So blöd, wie es gelaufen ist. Ach, den Rucksack haben wir aber. Sag mal, gehen die Episoden immer so schnell vorbei? Ich habe das Gefühl, die gingen vorher immer viel länger. Warum sind wir eigentlich schon in der zweiten Episode? Es ging ja echt schnell. Anything in that? Sorry, it's empty. Weil wir dem Typen was gegeben haben. Damn. I'll keep looking around. Was ist eigentlich mit der Uhr? Pisst er uns dann an? Hat er das nicht gesehen? Vielleicht war es ja sogar seine. Was haben wir hier? What's in there? Anything we can use? Give me one of those. Probably tastes like pine tar. Solltest du nicht, sie sind ekelhaft. But I'd smoke a dead coon's tail if you had one. I don't like smoke. We're in the middle of a shit sandwich stacked this high, and you're acting like a goddamn government regulator? It's gross. Give me those. You got a light? That tastes about as bad as it smells. Now what? We wait.
Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Von einem Abenteuer ins nächste, echt. Oder von einer misslichen Lage in die nächste. So, sind jetzt die Walker da draußen möglichst alle weg langsam, oder? Scheiße, er kriegt bestimmt jetzt Fieber, ne? Oh nein. Oh, ich mochte ihn gerne. Oh Mann, oh. Wir haben nur diese Kacksäge. Das ist so doof. Das ist so schlimm. Geh mal näher zu ihm. Anstupsen, lebst du noch? Pete? Pete? Oh, Kacke. Aber er ist noch da. Oh, damn it. I feel like 10 pounds of shit in a 5-pound sack. Jesus. Stuck in this can the whole damn day. You want to hear something funny? I've been thinking. And I don't want to die. Oh, der Arme. Oh, das muss so scheiße sein. Wenn es einem dann doch passiert und man leben will. I never thought I'd be the kind of idiot to say something like that. But there it is. I'm scared, Clementine. Du wirst wieder in Ordnung. Jeder endet so. Jesus, I'm scared. What does it feel like? It feels like a rope was wrapped around my neck. Getting tighter every second. It feels like I can't... can't breathe. Would you promise me you'll watch out for Nick? I love er ist auf sich allein gestellt. Ich kann nichts versprechen. Ich werde auf ihn aufpassen. He is a good boy. I'll do what I can. Thank you. Been almost a day. They ain't gonna find us. Where are you going? I'm not getting out of this. You're gonna have to make a break for it. I'll buy you some time. Du wirst mit mir kommen. Vielen Dank, Pete. Thank you, Pete. You go find my nephew now, right? Wait for my signal and run straight to the woods. Just keep moving, all right? Let's get this over with. Okay, sie kommen. Der arme Mano. Ich werde mich einfach daran gewöhnen müssen, dass es einfach immer scheiße läuft. Episode 2. Ein geteiltes Haus. Clementine, are you all right? Luke's not with you? Where's Alvin? What happened? It's been hours. Pete wurde gebissen. Where are they? Wir wurden angegriffen. Clem! We got attacked. By who? Walkers. Jesus! We all got split up. I was with Pete, but... My God. Where were you? Where were you exactly? Down by the stream.
We gotta go. Just hold on a minute. My husband is still out there. Get the guns. Luke and Alvin went out looking for you. I told them not to go. Damn it, Luke. Oh, Leute. Clementine, can you please watch Sarah? She's upstairs. Just distract her and don't tell her anything. Well, we should go with you. It's too dangerous. You'll be safe inside. Just don't open the doors for anything. We'll be back soon. Jetzt gehen die dahin, aber der ist doch bestimmt jetzt schon. Manu. Say cheese. I found this under the house. There was all kinds of old stuff. It's so cool. Take one of me. Come on, take one of me. Sollst die Leute nicht so erschrecken. Ich bin nicht in Stimmung. Please? You shouldn't scare people like that. Sorry, I just wanted to cheer you up. Isn't this the best? What's wrong? Where's my dad? Ihm geht's gut, sie sind angeln gegangen. Clem, you're scaring me. You should know what's going on. He told you not to tell me, didn't he? He is in trouble. Oh my gosh. What happened? Pete ist tot, alles wird gut. Alle sind weg. What's going on? Everyone's gone. It's bad. Sorry, I just need to... You want to see what I found? Will you show me how to use it? Uh-oh. I couldn't find any bullets. If something's wrong, I should know. Es ist zu gefährlich. Okay, aber das ist kein Spielstoff, wenn du es deinem Vater nicht erzählst. It's too dangerous. Everything is dangerous. I need to know sometime. You should let your dad teach you. What should I shoot? Don't do that! Sorry! Maybe I could practice outside. Wie naiv die ist. There's that tree. Hey, Luke's back! Okay, Leute. Wie immer muss ich einen Cut machen. Wir sind jetzt hier in der zweiten Episode bereits. Und ja, die Sarah ist irgendwie so ein bisschen naiv, doofy und weiß irgendwie noch gar nicht, was da draußen los ist. Aber ich wollte sie jetzt auch nicht anlügen und sagen, hey, alles ist gut. Nö. Also ich meine, ich will jetzt hier nicht der Spielverderber sein oder so, aber ich finde es eigentlich ganz gut, wenn Clementine so ein bisschen halb nett, aber auch halb ehrlich ist irgendwie, wenn das immer möglich ist, nämlich diese Option. Weil, ja, die soll sich lieber mal hinsetzen und irgendwie das in den Kopf kriegen, dass nicht mehr alles super gut ist. Und ja, da der Vater jetzt höchstwahrscheinlich halt tot ist, wird die früher oder später ja sowieso konfrontiert werden damit. Also warum noch irgendwie alles schön reden? Naja, ihr seid wie immer dazu in der Lage, mir auch Feedback zu geben, in die Kommentare zu schreiben, was ihr so denkt und was hättet ihr denn so entschieden, vor allem am Ende der ersten Episode. Und bin wie immer gespannt auch auf eure Meinungen und bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.